Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zurück zu Train Simulator. Nicht irgendeine Folge, sondern Folge Nummer 200. Und anlässlich dieses kleinen Jubiläums sind wir heute unterwegs auf der Strecke Berlin-Leipzig in der Remastered-Version. Da hat sich einiges getan. Ist ja doch schon eine ganze Weile draußen mittlerweile. Ihr seht selbst schon in der Beschreibung, wir fahren den Intercity 2286 aus München kommend auf der letzten Etappe bis Berlin Hauptbahnhof, also über die volle Länge der Strecke. Um Viertel nach ist Abfahrt und es scheint, wir haben einigermaßen Zeit, ein großzügiger Fahrplan. Deswegen, das ist ganz nach meinem Geschmack und auch das Szenario. Das ist eben das, was mitgeliefert wird bei dem Streckenupgrade von Lucky God. Also da kann wirklich nichts schief gehen. Ich glaube, recht viel besser geht's wahrscheinlich nicht. So, wir machen uns mal abfahrbereit. Unterwegs im Steuerwagen, geschoben, freundlicherweise von 101.093-3. So, Licht ist an. Was fehlt noch? LZB. AFB haben wir im Steuerwagen ja nicht. Ist mir bislang auch noch nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Aber nicht vorhanden. Und dann geht's auch jeden Moment los. Ja, zieht euch das Update unbedingt, wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt. Ist, wie gesagt, ich glaube vor 1,5 oder 2 Monaten mittlerweile erschienen. Und das Ding hat es wirklich in sich. Also die Gleise wurden offenbar komplett getauscht. Das sind jetzt die Gleise von Münster-Bremen. Die Signalisierung wurde komplett ausgetauscht. Und gerade im Bereich der Vegetation hat sich wahnsinnig viel getan. Und das muss auch unglaublich viel Handarbeit gewesen sein. Also ich will gar nicht wissen, wie viele, unendlich viele Arbeitsstunden da reingeflossen sind. Also da haben sich offenbar ein paar sehr, sehr fähige Leute haben da die Köpfe zusammengesteckt und haben uns dieses Ding hier beschert. Gratis zum Download. Und wir fahren mal die ganze Strecke runter. Zwischenhalte Lutherstadt-Wittenberg, Berlin-Südkreuz und um 12.30 Uhr sollen wir dann am Berliner Hauptbahnhof ankommen. Also wir sind eine ganze Weile unterwegs, über die komplette Länge. Und ihr seht schon selbst, hier ist einiges los am Leipziger Hauptbahnhof. Wie man das eben gewohnt ist von Lucky God. Dessen Szenarien stehen ja bekanntlich für Qualität. Unser Zugverband. Leider kein Bordbistro mit dabei, glaube ich. Sonst hätte ich euch natürlich gerne ein bisschen was zu futtern zur Verfügung gestellt. Aber macht es euch einfach so gemütlich. Lehnt euch zurück. Und freut euch auf eine entspannte Reise. Okay. Türen schließen sich. Schließvorgang. Ist beendet. Richtungswender nach vorne, Bremse lösen und auf geht die Fahrt. Erstmal mit Tempo 40 hier raus. Geht's Richtung Hauptstrecke nach Berlin. Ja, sehr schön. Das ist im Übrigen auch keine eigenständige Strecke in dem Sinn. Also da erscheint dann keine neue Strecke, sondern das Original wird einfach überschrieben. Scheint aber wohl so zu sein, dass die ganzen alten, in Anführungsstrichen alten Aufgaben eben für die Originalstrecke ohne das Upgrade weiterhin funktionieren. Also alles gut. Man braucht, also es werden halt ein paar andere Strecken vorausgesetzt. Ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, welche genau. Münster-Bremen ist auf jeden Fall dabei. Ich glaube auch die IKB, die neueste Version. Die ganzen Szenario-Pakete von Train Team Berlin müssten, glaube ich, auch vorausgesetzt sein. Also 1 bis 3. Und noch einiges an Freeware auch. Also die ganzen Signale. Man braucht ein bisschen Vegetation. Ist aber überschaubar im Vergleich zu anderen Strecken-Updates. Ist das echt okay. Und falls ihr das ganze Zeug habt, oder vielleicht sowieso gedenkt, euch die Sachen noch zu kaufen, dann ist das wirklich ein guter Anlass, weil also das ist ja ohnehin schon, also für mich persönlich war das schon immer so eine Top 5 Strecke auf jeden Fall, weil es einfach gelungen umgesetzt ist, wie ich finde, und die war schon immer ansprechend, auch ohne das Upgrade.
Und eben auch wahnsinnig lang. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, aber ich glaube, das sind, müssten insgesamt sind da schon irgendwie um die 200 Kilometer. Glaube ich. Und jetzt mit dem Upgrade, also eine ohnehin schöne Strecke nochmal besser zu machen, ist natürlich also wirklich da. Mehr geht kaum. So. Im Namen der gesamten Bordcrew möchte ich auch alle in Leipzig zugestiegene Fahrgäste an Bord des IC 2286 nach Berlin herzlich begrüßen. Unser nächster Halt ist Wittenberg. Geplante Ankunft dort ist um 11.46 Uhr. Bei Fragen oder Problemen sprechen Sie uns, das Bordpersonal, bitte jederzeit an. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, auch Audi-Elemente wirklich hochwertig gemacht. Klingt richtig authentisch. So, den Kollegen muss ich, glaube ich, nicht bestätigen. Ich tue es trotzdem mal. Und dann können wir hier ein bisschen aufdrehen. Ah, wunderbar. Bei bestem Wetter geht es bis Berlin runter. Eine der längsten Strecken meines Wissens überhaupt im Train Simulator. Also in jedem Fall im deutschen Bereich. Ich weiß nicht, ob Münster-Bremen vielleicht noch länger ist oder ähnlich lang. Zumindest ähnlich lang, aber... Auf jeden Fall werden wir hier gut Strecke machen heute. Und einiges zu sehen geben. Bekommen, davon gehe ich aus. Also nicht nur KI-Verkehr, sondern eben auch dieses schöne Strecken-Upgrade. Was ja wirklich nochmal einiges rausholt aus der ganzen Strecke hier. Wunderbar, ich freue mich. Und ich wollte sowieso schon seit längerem mal wieder die komplette Strecke durchfahren, wirklich von Anfang bis Ende. Aber dann dachte ich mir, jetzt nehme ich mir erstmal kurz die Zeit und installiere das Update und suche mir dann eine schöne Aufgabe. Und praktischerweise liegt dann eben direkt eine schöne Aufgabe von Lucky God mit dabei, wird mitgeliefert. Also können wir damit direkt auf die Strecke gehen. 200 Folgen. Das ging doch schneller als gedacht. Gut, ich habe natürlich auch eine ganze Weile, habe ich wirklich viele Videos gemacht. Also das waren ja im Schnitt immer so 3 Videos pro Woche. Irgendwann habe ich es da mal begrenzt auf 1 Video pro Woche. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Zwangsbremsungen das waren. Also dreistellig ist es, glaube ich, nicht geworden in der ganzen Zeit. Ich habe da natürlich kein Buch geführt, ich bin ja nicht bescheuert, aber... Ah, schon höherer zweistelliger Bereich, glaube ich, war das schon. Wunderbar. Da kommt jetzt auch das Szenario-Paket 3 schön zur Geltung. Da dürften einige Güterwaggons aus diesem Paket sein. Sehr, sehr schön. So, Tempo 20 haben wir erreicht. Und dann dürfte es auch nicht mehr allzu lang dauern. Dann werden wir in die LZB aufgenommen. Sehr, sehr angenehm. Und wirklich wohltuend fürs Auge, wenn ihr euch die Vegetation außenrum anschaut. Und ganz, ganz viel halt muss wirklich per Hand gesetzt worden sein. Also da, das ist, glaube ich, echt massiv viel Arbeit bei so vielen Gleiskilometern. Auch an der ganzen LZB wurden wohl ein paar Korrekturen vorgenommen. Jetzt natürlich nicht sagen, was im Detail genau. Und das schnelle Spiel wurde wohl auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise überarbeitet. Das muss man auch löschen, bevor man das Streckenupdate installiert. Also schaut auf jeden Fall gut in das Handbuch. Also bei diesen Quick Drives ist halt auch irgendwie jetzt KI-Verkehr wohl dabei. Wobei das jetzt für mich nicht wirklich die Relevanz hat. Ich fahre sowieso eigentlich nur Aufgaben. Aber
Ausprobieren werde ich das natürlich auch mal. Okay. Da kann man schön auf 160 beschleunigen. Und wir sind in der LZB. Zur Performance kann ich persönlich aktuell noch nichts sagen. Also ich bin natürlich schon ein paar Kilometer gefahren. Aber gefühlt ist das für mich zumindest unverändert. Das ist hier und da ein bisschen weniger geworden, aber im Wesentlichen würde ich sagen, macht das keinen Unterschied. Und die Signale fallen auf jeden Fall auf, ne? Also das sieht man direkt, dass die ausgetauscht wurden. Ich habe auch den Eindruck, dass man die auf weitere Sicht erkennt schon. Ah, da kommt die Schutzstrecke. Okay. Saft raus, beziehungsweise die Leistung, das ist ja der Ankündiger. Da vorne müssen wir dann den Hauptschalter rausnehmen. Ich glaube, das mache ich jetzt schon direkt. Dann haben wir hier. Hauptschalter aus. Bügel müssen wir, glaube ich, nicht senken. Hauptschalter sollte genügen. Warten, bis die Lok da auch ganz durch ist, der komplette Zugverband. Ich denke, das genügt. Hauptschalter wieder einschalten. So, das sollte passen. Hoffe ich doch. So, okay, Leistung ist wieder da. Passt also. Nichts verkehrt gemacht. Oh yeah. Sehr angenehm, muss ich sagen. Oh, Geschwindigkeitsüberschreitung, wie kann das sein? Ich bin LZB geführt. Hat das irgendwas mit dem Hauptschalter zu tun? Also mit der Schutzstrecke? Ich habe auch nicht das Gefühl, dass der runterbremst. Was ist denn jetzt los? Bremst man manuell runter auf 160. Stimmt da irgendwas mit der LZB nicht? Also der V-Sollsteller wird schon eingestellt. Dürfte ja theoretisch nicht so schnell werden. Sehr merkwürdig. Mal schön im Auge behalten hier. So, 160 erreicht. Er beschleunigt schon weiter. Ach, wir sind... Okay, wir dürfen jetzt 200. Okay, macht Sinn. Alles klar. Das ist ja... Also gerade die Vegetation macht für mich immer wahnsinnig viel aus auf jeder Strecke. Damit steht und fällt halt die Optik. Schon zu großen Teilen. Das ist echt... super angenehm anzusehen hier. Schön alles gefüllt mit Kriegmaterial hier, die Abstellungen. Absolut top.
werde aber schon wieder zu schnell. Also irgendwas scheint nicht zu stimmen mit der LZB. Installiert sollte alles sein, definitiv. Aber vielleicht habe ich doch irgendwas übersehen. Kann ich mir noch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also wenn ihr einen Tipp habt, was hier gerade mit der LZB los ist. Nicht, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass ich eben den Hauptschalter ausgeschaltet hatte. Blieb mir ja nichts anderes übrig. Merkwürdig, merkwürdig. Wir werden schon durchkommen. Ja, jetzt schon eine verdammt gute Aufgabe. Also inhaltlich der ganze Verkehr, der hier unterwegs ist. Sehr, sehr stimmig einfach. LZB läuft auf jeden Fall. Ihr seht ja hier das rote Dreieck, das ist ja der V-Sollsteller, der wird durch die LZB gesteuert. Aber ich werde doch immer wieder ein bisschen zu schnell. Vielleicht sollte ich dann in Wittenberg mal kurz die LZB ausschalten und wieder anschalten. Ich habe keine Ahnung, woran sie liegt. Ein bisschen nervös, muss ich sagen, dass irgendwas stimmt da nicht mit der LZB. Das werde ich noch öfter erwähnen. Da werden wir auf jeden Fall runtergebremst. 160. Ich mach das jetzt einfach mal manuell. Naja, habe ich wenigstens ein bisschen was zu tun hier. Kann ja auch bisweilen so ein bisschen einschläfern sein, der LZB-Fahrt über eine längere Strecke. Angenehm ruhig ist es hier vorne auf jeden Fall, im Steuerwagen. So, 1,5 Kilometer bis zum 160er Bereich. Mal schauen, was die LZB macht. Also der V-Sollsteller geht auf jeden Fall runter. Aber bremst mich der auch wirklich?
verliere sowieso an Fahrt, weil ich keine Leistung mehr drin habe. Und jetzt müsste er eigentlich runterbremsen. Nee. Nee, 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 da stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht. Altbekannte Stelle hier, da wird man gerne mal zur Seite genommen, wenn man ein Güterverkehrsszenario fährt hier. Gute Ausweichmöglichkeit. Viele Talents unterwegs. Kann ich die LZB während der Fahrt ausschalten und wieder einschalten? Das werde ich mal versuchen. Nee, geht sowieso nicht. Okay, hätte mich auch gewundert. Dann machen wir das in Wittenberg. Vielleicht bringt es ja was. Vielleicht auch tatsächlich mal kurz die PZB ausmachen. Einfach mal eine Art Reset. Was denn eigentlich noch bis Wittenberg? Sollen wir dort sein? 46, okay, das sind noch ein paar Kilometer. Stadt Wittenberg 26,5. Hat echt ein ganz anderes Gesicht bekommen, die Strecke durch das Upgrade. Sehr, sehr schick das Ganze. Definitiv die Signalbilder, also zumindest ob rot oder grün ist, das kann man auf sehr, sehr weite Sicht jetzt schon erkennen. Da sind auf jeden Fall ein paar Meter dazugekommen. Mitten durch die Pampas hier. So, Radis. Ja, da war ich auch schon mal irgendwann mit einem Güterzug unterwegs.
Oh, und die Hektometertafel, wo Sie gerade sehen, die wurden wohl auch irgendwie neu aufgestellt oder neu ausgerichtet. Also auch das haben sie überarbeitet. Schauen die Vectron. Das war ein Vectron. Die ist halt, glaube ich, auch als KI in dem dritten Szenario-Paket enthalten. Auch relativ lange rum überlegt, ob sich das wirklich lohnt. Die kosten ja schon ein bisschen was, die Szenario-Pakete. Aber da ist schon viel drin. Also, wenn das dann auch wirklich genutzt wird bei den entsprechenden Aufgaben, dann ist das schon eine gute Investition. Starkes Ding, wirklich. Eine ohnehin schon solide Strecke, noch besser gemacht. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Wittenberg. Wir möchten uns bei allen Fahrgästen, die unseren Zug in Wittenberg verlassen, herzlich für die Reise mit der Deutschen Bahn bedanken. Wir wünschen Ihnen weiter eine angenehme Reise und einen schönen Tag. Der Ausstieg befindet sich in Wittenberg in Fahrtrichtung links. Okay, da muss ich dann ein bisschen aufpassen. Die Sonnenblumen sind, glaube ich, von Münster-Bremen. Da habe ich die zum ersten Mal gesehen. Ja, dann halt wirklich mal die LZB ausmachen und wieder anschalten. Nervt doch so ganz dezent. Fahrplan sagt alles gut. Ja, ja, der ist ja sowieso dankbar gestrickt. Hier wieder. Minimal zu schnell. Na gut. Langsam mal anbremsen, denke ich. 2 Kilometer noch bis zum Bahnhof.
lange nicht mehr hier gewesen. Ja, viel zu früh dran. Wir müssten erst um 46 ankommen. Also das ist wirklich, da kann man es ganz gemütlich angehen lassen. So, dala. Den ersten Zwischenhalt erreicht. Ziehen wir noch ein Stückchen vor. Und dann haben wir eben ein bisschen Standzeit hier. So, Türen aufmachen. Dann mache ich erstmal die LZB aus, schalte die PZB aus und dann schalte ich einfach beides wieder ein, in der Hoffnung, dass es dann irgendwas bringt. Ja, ansonsten habe ich auch keine Erklärung dafür. Also es kann ja eigentlich, also am Streckenupgrade kann es nicht liegen. Da muss man zwar auch die ganzen Signale installieren und auch diese Trigger, die dazugehören, habe ich auch alles gemacht. Kann man nur vorstellen, dass ganz auf blöd, dass ich eine falsche Version von den Triggern habe. Das weiß ich nicht. Oder es kam nochmal ein Upgrade, das mir irgendwie entgangen ist. Aber es funktioniert ja. Man sieht ja den V-Soll-Steller. Also grundsätzlich scheint das zu laufen. Also kann ja eigentlich nichts mit der Strecke an sich zu tun haben. Mal schauen. Vielleicht einfach irgendwie nur Pech gehabt. Jo. Auch ein Klassiker hier in der Gegend, würde ich mal behaupten. Ja, die Lok ist hier, glaube ich, ganz, ganz typisch. Zahlreich im Einsatz gewesen, beziehungsweise ist sie wahrscheinlich immer noch, gehe ich von aus. Ein Arbeitstier. Echt schön anzusehen. Auch viel stimmigere Farben einfach insgesamt, nur durch die Vegetation. Also da wurde ja ansonsten an den Objekten meines Wissens nichts verändert. Aber das macht halt einfach den Unterschied. Und eben die ganzen Signale. Und einiges los auf der Strecke. So, mal kurz was fürs Erinnerungsalbum hier. Das ist doch ganz nett. Einmal bitte recht freundlich. So, was sagt die Uhrzeit? 46, Abfahrt ist um 48. So schön kann der Train Simulator sein, Leute. Gepimpte Berlin-Leipzig-Strecke und ein
rundum gelungenes Szenario. Okay. Dann geht's weiter für uns. Türen sind verriegelt. Schöner Kesselzug. Die sind auch deutlich abwechslungsreicher geworden, habe ich den Eindruck. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das vielleicht nicht doch vom 3D zu KI-Güterpaket kommt, aber ich glaube, da war in dem Szenario-Paket Nummer 3 von Train Team Berlin auch einiges Neues drin. So, dann schauen wir mal, wie sich das jetzt verhält mit der LZB. An der Lok hätte ich ja nichts mehr machen müssen, oder? Hoffe ich doch mal. Wäre mir zumindest neu. Okay, dann geht's jetzt straight weiter bis nach Berlin. Nächster Halt ist dann Südkreuz. In einer knappen halben Stunde. Sollen wir dort sein? Nicht authentisch ist. So, jetzt haben wir die 160 gleich erreicht. Wir dürften hier theoretisch schon 200 fahren, aber wir sind noch nicht LZB geführt. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, die LZB auszuschalten und wieder anzumachen. Ich warte jetzt mal noch einen Moment. Ob wir wieder aufgenommen werden. Mein Kart hier natürlich. Vielleicht war das einfach eine scheiß Idee. Meinerseits. Problematisch, problematisch. Und ohne LZB mit 200 fahren ist natürlich auch ein bisschen halsbrecherisch. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Soll ich es drauf ankommen lassen? Ah, jetzt, okay. Das war jetzt aber... Nee, ich bin zu schnell gefahren. Klar, ja, dann kriegt man jetzt langsam. Beziehungsweise wird runtergebremst, ne? Ja, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig. Jetzt muss ich mit 160 dahin zuckeln, in der Hoffnung, dass ich irgendwann wieder in die... Ah, okay, jetzt sind wir aber drin. Jetzt sind wir in die LZB aufgekommen. Okay, dann schauen wir mal. Mann, Mann, Mann. Ich meine, ich könnte es mir heute mal erlauben. Kleines Jubiläum zu feiern. Ach schön, Ludmilla. Wunderbar. In der Jubiläumsfolge, da darf ich dann schon mal ein bisschen Blödsinn machen, glaube ich. Aber wäre schön, wenn es laufen würde jetzt ganz normal. Schauen wir mal. Ihr werdet es ja gleich sehen. Wenn er wieder zu schnell wird, dann stimmt tatsächlich irgendwas nicht. Der wird wieder zu schnell. Also ganz merkwürdig, da muss ich mal recherchieren, wenn ihr eine Idee habt,
Wie gesagt, also seitens des Upgrades habe ich halt das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass ich diese Trigger in der falschen Version installiert habe. Dass irgendwie damit zusammenhängt. Ich habe keine Ahnung. Aber wir kommen schon durch. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. So oder so. Na, ist halt nichts mit Füßen hochlegen jetzt. Hoffentlich geht das gut. Nee, wird schon laufen. Also ich meine, ich habe sowieso erstmal auf über 10 Kilometer freie Fahrt mit Tempo 200. Sollte also nicht schief gehen. Ja, mal ganz blöd gefragt, man muss... Ja, das wäre mir auch schon aufgefallen. Die AFB an der Lok extra noch einschalten, bevor es losgeht, ist auch Blödsinn. Weil ich bin ja des Öfteren schon mal im Steuerwagen gefahren und es war nie ein Problem. Ich glaube, so kann ich es ganz gut laufen lassen erstmal. Tempo 200 plus minus 1 km/h. Das passt schon. Oh, mal die Aussicht ein bisschen genießen. Freude am Fahren. Ich glaube gerade so dieses Kleingemüse, diese kleinen Gebüsche, das ganze Gras, was sich hier befindet. Also wenn man das wirklich alles per Hand macht, da wirst du echt eine Weile beschäftigt. So, der Güterzug wurde wohl beiseite genommen. Wir passieren Niedergörsdorf.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, einfach gewohnt Top-Qualität von Lucky God. Mal ganz im Ernst, der Typ hat es wirklich drauf, oder? Also es gibt ja schon einige Szenario-Bauer, die behält man dann irgendwie so im Gedächtnis, weil einfach die Aufgaben verdammt gut sind, aber das ist halt wirklich konstante Top-Qualität. Der könnte wirklich Geld dafür verlangen. Also wenn ich das mit manchen Payware-Aufgaben vergleiche, dann ist das, was wir heute fahren, halt wirklich um Längen besser. Einsame Güterwaggons sind aber beladen. Schon abgeholt. Da ist ein Rangierbetrieb. Diese LZB-Geschichte wäre jetzt natürlich auch irgendwie ein netter Anlass, mal wirklich rauszufinden, wie schnell die Kiste hier wirklich kann, aber ich will es mal nicht übertreiben. Recht viel mehr will sie auch nicht, wenn man nicht rausholen kann. Vielleicht 210, 220. Was ist denn da los? Flugshow, das waren doch... Das sah aus wie Kampfjets. Kann natürlich sein, dass hier irgendein Fliegerhorst, irgendein Fliegerhorst in der Region ist. Das sollen eindeutig irgendwelche Jets sein. Ist mir auch noch nie aufgefallen. Zumindest nicht erinnern, dass es hier schon mal war, aber doch mit Sicherheit, oder? Ach, schau an. Ach, stimmt, doch, doch. Also das ist auf jeden Fall irgendwie so ein Bundeswehrgelände oder ein ehemaliges. Das hat mir mal jemand in die Kommentare geschrieben, weil ich mir die Frage schon mal gestellt habe. Aber das mit den Fliegern habe ich irgendwie so noch nicht wirklich wahrgenommen. Aber ist wahrscheinlich auch schon immer so. Nicht alles gibt. Das sind, glaube ich, die tschechischen Waggons. Ja, genau. Die gibt's. Das ist auch Freeware. Als Voraussetzung für die Aufgabe aufgelistet. Ich habe mich schon gefragt, wann man die mal zu sehen bekommt. Da waren sie also jetzt.
feine Sache, hier mal mit dem Fernverkehr komplett durchzuheizen über die ganze Länge. Kann ich nur empfehlen. Gönnt euch das. Sonnenblumen wieder. Ziemlich sicher bin ich mir, dass die von Bremen-Münster sind. Grandioses Facelift. Ich kann mich nur wiederholen. Also gerade auch dieser Bereich hier, schaut euch die Vegetation an. Richtig, richtig gut. Umso erstaunlicher, dass es immer irgendwelchen Community-Geschichten bedarf, um die Strecken dann wirklich richtig zu machen. Ja, es gibt ja schon ein paar DDD-Strecken, also ich finde sogar einige, die also im Grunde genommen schon ziemlich gut sind, aber halt, dann hat man so den Eindruck, die sind halt irgendwo bei 70%, dann einfach haben sie aufgehört und haben das Ding veröffentlicht. Nicht so wirklich mit Liebe zum Detail. Yay! Folge 200 auf Berlin Remastered. Schon ziemlich cool. Eigentlich müsste DTG den Leuten Geld geben und das Update dann einfach in ihre, also in die offizielle Version mit integrieren. Und da soll es auch alles gar kein DTG-Bashing sein oder irgendwas in der Richtung. Aber man sieht ja, was möglich ist. Wenn man damit ein bisschen mehr Herzblut dran geht an die ganze Geschichte und sich wirklich Mühe gibt.
Okay, also ich glaube allzu lang. Naja, gut, sind schon mal. Ein paar Kilometer haben wir noch hier bis zum Südkreuz. Aber nicht mehr allzu weit bis nach Berlin. Fahrplan, aber nachdem der hier so dankbar ist, ja, alles gut. Easy. Wir könnten uns sogar erlauben, da war gerade eine Hektometertafel abgeknickt, habt ihr gesehen? Mal ein bisschen drauf achten. Finde ich ja auch wirklich ein schönes Detail. Sowas alle paar Kilometer mal einzubauen. Sehr, sehr cool. Oh, die ist aber auch. Also, oh, habe ich noch gar nicht gesehen. In Silber. Sehr schön. Sehr, sehr schick. Bin mal gespannt, was wir hier noch so KI-verkehrmäßig zu sehen bekommen werden, wenn wir jetzt dann so langsam Richtung Berlin reinfahren. Das wird wahrscheinlich auch nicht wenig sein. So, das ist dann ja, das müsste ja schon S-Bahn-Bereich sein. So ein bisschen erhöhte Vorsicht. Wir haben aber auf jeden Fall noch über 10 Kilometer Tempo 200 aktuell anliegen. Also noch ein bisschen heizen. Knapp 10 Minuten noch bis zum Südkreuz. Ah, ja genau, da müsste ja jetzt dann langsam dieses Container-Terminal kommen, irgendwo hier. Da vorne, glaube ich, ja. Thank you.
So, okay. Bedeutet 9,5 Kilometer und dann sind wir auf, werden wir auf 120 runtergebremst. Alles klar. Kriegen wir hin. Es geht doch insgesamt relativ flott von Leipzig Hauptbahnhof bis Berlin Hauptbahnhof. Was sind das dann? 75 Minuten ungefähr. Oh, LZB-Ende. Da muss ich aber, glaube ich, eh ordentlich runterbremsen. Ne? Da müsste ich ja auf 160 erstmal kommen. LZB-Ende bestätigen. Yeah, Berliner S-Bahn. Sehr schön. So, jetzt schauen wir mal. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Das ging auch schon das ein oder andere Mal voll in die Hose. Okay, aber wir sind eh gleich. Nee, Moment, das ist noch Lichterfelde Ost. Dauert noch ein Momentchen. So, jetzt sind wir in der PZB. Okay. Gut. Ja, ich kann aber nochmal hochbeschleunigen auf 160. Ein paar Kilometer haben wir noch, oder? Bis zum Südkreuz. 7 Kilometer noch. Dann mal schön auf die Signale achten. Tempo 140 ist zu erwarten. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir unseren nächsten Halt, Berlin Südkreuz. Wir möchten uns bei allen Fahrgästen, die unseren Zug dort verlassen, herzlich für die Reise mit der Deutschen Bahn bedanken. Und noch ein Hinweis, alle Anschlusszüge in Berlin-Südkreuz erreichen Sie pünktlich. Bitte verlassen Sie unseren Zug in Fahrtrichtung links. Selbstverständlich wird alles erreicht. Was habt ihr erwartet, Leute? Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Ich glaube, so können wir es einfach dahin rollen lassen. Okay, was haben wir denn? 120 erwarten. Da ist der Wiederholer. Ja, sehr schön. Top-Strecke, Top-Szenario. So, 120 km/h liegen an. Südkreuz kommt langsam in Sichtweite. Sieht fantastisch aus hier. Der ganze Bewuchs. Deutlich zu früh dran. Das sind ja fast 5 Minuten vor dem Fahrplan. So, sehr schön.
einiges los auch hier am Südkreuz, wie ich sehe. Sind alle zu meinem 200. gekommen. Ganz bestimmt. Da ziehen wir noch ein Stückchen vor. Und dann können wir uns direkt noch ein bisschen die Beine vertreten, bis es dann weitergeht bis zum Hauptbahnhof. Das dürfte ja dann eh nicht mehr allzu weit sein. Sodala. Berlin Südkreuz. Türen sind geöffnet. Ja, sehr angenehme Fahrt bis hierhin, muss ich schon sagen. Das Szenario macht Laune. Klassischer Turmbahnhof. Es sind schon teils echt hochwertige Baumodelle dabei, ne? Also das ist mir jetzt schon die ganze Fahrt über aufgefallen. Das gibt es bisweilen im Train Simulator schon deutlich, deutlich, deutlich schlechter zu sehen. Da sind echt richtig schöne Sachen dabei. Und sehr vielfältig halt auch einfach das Ganze. Und nicht nur die Bäume, also es gilt halt, also die komplette Vegetation wurde überarbeitet. Also auch hier das ganze Kleinzeug, ne? Kann jetzt natürlich nicht im Detail sagen, was genau alles getauscht wurde, aber es muss wahnsinnig viel Handarbeit gewesen sein. Da habe ich schon höchsten Respekt davor. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sehr, sehr stimmig, das Ganze. So, meine Herrschaften. Unser Arbeitstier der heutigen Fahrt. Bisschen S-Bahn-Betrieb wäre noch ganz nett. Ja, vielleicht bin ich auch einfach viel zu früh dran. Das bringt ja dann natürlich auch das Timing so ein bisschen durcheinander. Zugzielanzeiger. Die Hauptstadt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Okay, Blick auf den Fahrplan geworfen, 24 geht's dann weiter. Das sieht aber nicht gesund aus hier. Soll das so sein? Weiß es nicht. Könnte zu Komplikationen führen.
Aber da müssen wir sowieso nicht entlang, oder? Wir fahren ja... Ne, wir stehen hier ganz außen. Ich weiß gar nicht, ob die Sperrsignale, ob das auch neue Modelle sind. Weiß nicht, aber ich glaube, ich musste 3 oder 4 Signalsets installieren. Formsignale waren dabei. Ich glaube auch diese HL-Signale. KS auf jeden Fall. Und HV glaube ich auch. Naja gut, wenn die komplett getauscht wurden, ne, dann braucht man eben die ganzen verschiedenen Varianten. So, ich glaube, wir dürfen eh schon weiter, kann das sein? Türen sind schon verriegelt. Dann bringen wir es mal zu Ende. Bremse gelöst. Vorsicht am Bahnsteig. So, wie schnell dürfen wir denn? 120. Okay. Gut, das sind echt nur knapp 5 Kilometer. Sehr kurzweilig auf jeden Fall. Also wenn ihr auf die Uhr schaut, das kam mir jetzt nicht so lange vor. Bei weitem nicht. In wenigen Minuten erreichen wir Berlin Hauptbahnhof. Unser Zug endet dort. Wir bitten deshalb alle Fahrgäste auszusteigen. Bitte schauen Sie vorher noch einmal unter Ihre Sitze und vergewissern Sie sich, dass Sie keine persönlichen Gegenstände im Zug zurücklassen. Andernfalls müssen wir Sie wieder unter der Bordcrew aufteilen und wir haben wirklich schon alles. Wir bedanken uns für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn und wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Bitte verlassen Sie unseren Zug in Fahrtrichtung links. So schaut's aus. Und nehmt euren verdammten Müll mit, Leute. Ganz ehrlich. So, schön auf die Signale achten. So, tschüss, du wunderschöne neue Vegetation. Hier unten wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger davon zu sehen geben. Ja, sehr, sehr angenehm. Also, richtig stimmige Sache, dieses Update. Und wenn es wirklich so ist, dass ganzen alten Aufgaben weiterhin funktionieren, was ja so sein sollte, dann wird es sich vielleicht tatsächlich nochmal lohnen, so die besten Aufgaben auch unter Umständen nochmal zu fahren. Mal schauen. Wobei es eh noch mehr als genug gibt, was ich noch nicht gefahren bin. So, wo haben wir denn jetzt Tempo 60? Das sind noch ein paar... Okay, da haben wir noch ein bisschen. Aber wir haben ja sowieso einen fetten Zeitpuffer. Alles gut. Können hier ganz gemächlich durchrollen. Nochmal ein Vorsignalwiederholer. Das ist tatsächlich auch ein sehr gelungener Tunnel, den sie hier gebaut haben. So, ich suche auch schon mal meine Sachen zusammen. Hier müsste noch irgendwo eine Tüte mit Fruchtgummis oben liegen. Licht am Ende des Tunnels. Wir haben es tatsächlich geschafft.
überpünktlich von Leipzig nach Berlin zu kommen. Trotz meiner kleinen LZB-Problemchen. Wie gesagt, also wenn ihr direkt wisst, woran das liegt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde nochmal meine Sachen kontrollieren, die ich installiert habe. Wird sich wohl lösen lassen, das Problem. Aber ich finde, wir sind trotzdem solide durchgekommen. Ah, da ist nochmal hier so ein tschechischer Kollege. Nice. Komplette Freeware übrigens. Basiert, ich glaube, auf den Eurofima-Wagen, die auch Freeware sind. Die muss man zumindest installiert haben. Und dann kann man hier diese tschechischen Waggons noch drüber bügeln. Gerade beim Rollmaterial. Es gibt eh erstaunlich viel Freeware. Gerade bei RWA auf der Website lohnt es sich nachzuschauen. Da gibt es doch relativ viel. So, ich glaube, halbwegs vernünftig eingepackt hier. Und dann soll es das auch gewesen sein von meiner Seite aus. Ich verabschiede mich, sage vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart bei der 200. Folge. Auf die nächsten 200, würde ich sagen. In diesem Sinne, lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal.